vielleicht noch brauchen können. Was meinte ich mit diesem Blümchen? Zum Beispiel hier haben wir wieder sowas. Die, diese Goombas, nenne ich das einfach mal, die sind nicht von der Zeit beeinflusst. Also nicht beeinflussbar von der Zeit. Und jetzt kann ich hier... kann ich den schön hier langlotsen. Ihr versteht? Das heißt... ich muss hier einfach das Timing abwarten. Okay. Weil ich spule die Kugeln zurück, aber nicht den Goomba, ihr versteht das? So. Er rennt jetzt hin und her. Nicht. Okay. Scheiß Hase. So, ich muss hier auf den warten. Nein! Also ich muss hier auf den warten. Da kommt er. Und zack, da weg. Oh mein Gott, ganz viele Killerhasen. Killerhasen, nein! Oh Kacke. Oh Kacke, noch mehr Killerhasen. Den habe ich jetzt auch abgeknallt. So, hier ist das jetzt so. Ich komme da nicht dran. Weil wenn ich hier... und hier kann ich nicht springen. Das heißt... ich spule zurück. Also, ich kann das jetzt auch verschnellern. So, muss ich den genau drauf abrichten. So, jetzt kommt noch hier der zweite durch. Ihr versteht? Weil die eine Kugel wird nicht von der Zeit beeinflusst und die andere schon. Okay, den krieg ich jetzt. Okay, oh, das war knapp. Also wieder ein Level. Ich jetzt schon nicht mehr holen, weil ihr seht, das grüne Teil da, was so grün glitzert, das wird nicht von der Zeit beeinflusst, außer jetzt beim Stillstand, weil ich tot bin. Aber das andere Ding schon. Das heißt, wenn ich einmal zurücksetze, dann das eine geht weiter hoch und das andere kann schon nicht mehr.
Jäger kann es schon nicht mehr schaffen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so geht. Ich warte einfach mal kurz hier. Also ob das überhaupt nach dem Prinzip funktioniert. Nein, jetzt geht es eh wieder nicht mehr. War es ein bisschen tricky. So wie es aussieht, packt ihr das gar nicht. Oder? Doch, da. Der kommt durch. Das heißt, jetzt kann ich einfach in Ruhe ein anderes Ding hier machen. Denn jetzt Ding irgendwann an dem Punkt angekommen. Jetzt habe ich das. Ich kann einfach gechillt zurückgehen. So, weil ich es kann. Ich habe anscheinend wohl schon eins vergessen. Egal, ich gehe jetzt einfach mal weiter. G30, ich bin die Treppe runter. So, das was ich jetzt mache ist wahrscheinlich schon wieder falsch. Ah ne, das ist auch so eine Sache, pass auf. Die Tür ist nicht von der Zeit beeinflussbar, der Schlüssel jedoch schon. Das heißt, ich mache die Tür auf, der Schlüssel ist kaputt. Ich komme nicht durch die nächste Tür. Ich drehe die Zeit zurück. Hab den Schlüssel wieder, aber weil die Tür nicht von der Zeit beeinflussbar ist, bleibt die offen. Das heißt, ich hab das nächste Teil. So, wenn ich jetzt den zum Beispiel nehme, zeig's einfach mal. Tür auf, aber die Tür geht auch auf, weil die von der Zeit beeinflussbar ist. Ihr versteht? Das heißt, ich habe den Schlüssel, ich kann jetzt die Zeit zurückdrehen, weil der Schlüssel nicht von der Zeit beeinflusst wird. Ich kann den aufmachen, weil der Schlüssel wird nicht von der Zeit beeinflusst, das heißt, der wird nicht wieder ganz. Das heißt, jetzt kann ich mir den Schlüssel hier packen, mach das auf, hab den Schlüssel wieder, mach das auf, ab das Ding. Jetzt dürfen wir wieder puzzeln. Weil wir doch so gerne puzzeln. Sehr spannend, oder? Das
erste bis jetzt. Aber uns fehlt ja noch... Oh, scheiße. Ah. Durch. Leer. So.